Moin moin und herzlich willkommen zu einer weiteren Runde von Darkness Falls. Heute werden wir uns tatsächlich um nochmal eine neue Klasse kümmern. Ich bin jetzt hier auch dabei, schon alles vorzubereiten. Mein Inventar ist jetzt schon voll mit der ganzen Farbe. Ich wollte noch mal ein bisschen Blümchen sammeln. Dadurch, dass das die Folge gestern relativ kurz war, hatte ich genug Zeit, um den ganzen Kram zu machen. Und dann schmeißen wir jetzt nochmal Tinte ein. Ach so, nein. Wir schmeißen schwarze Farbe an. Ah, das hätte ich ja natürlich nochmal mit vorbereiten können. Fällt mir gerade ein. Egal. Warum macht er das jetzt nicht? Ach so. Die kann er nicht mehrfach auf einmal machen. Ah. Also wir müssen jetzt 15 Sekunden pro Farbe warten. Verdammt. Das hätte ich ja ruhig noch mit vorbereiten können. Naja, egal. Für die Tinte haben wir dann aber alles da, oder? Und zu Hause haben wir, glaube ich, noch was von diesen Fertigkeitspapieren, oder wie sie heißen. Normalpapier müssten wir noch haben. Und dann können wir uns heute, zumindest ist der Plan, diese Wissenschaftsklasse machen, damit wir uns eine eigene Chemiebank hinstellen können. Ich war ja eher dafür, Pharma zu machen, damit ich mal ein bisschen was ans Essen gehen kann, wegen Anbauen. Aber eine eigene Chemiebank würde ich jetzt erstmal tatsächlich priorisieren. Da können wir nämlich ein paar andere Sachen machen und ich muss nicht immer hier so weit weg, um mal kurz an der Chemiebank rumzuspielen. Damit es nicht ganz so langweilig ist, könnten wir natürlich einmal kurz gucken, ob draußen irgendein Zombie ist, der einen Kopfschuss haben möchte oder irgendwas in der Richtung. Guck mal, da haben wir noch mal eine Freiwillige. Nehmen wir doch mal das Gewehr zur Hand und... Na? Ah, schade. Jetzt aber. Brauchen wir nicht nur darauf warten, dass die Farben fertig werden. Ist jetzt auch nicht so das Spannendste, wenn ich einfach rausgehe, hier Tontauben schießen. Aber ist, wie gesagt, wahrscheinlich ein bisschen besser als einfach nur auf die Chemiebank starren. Da werden wir jetzt auch direkt wieder runtergehen. Nicht, dass die hier hinten die Fertigschleife fertig ist. Weil dann macht er nichts Neues und da habe ich meine Ressourcen verschwendet. So, wie viel haben wir denn noch? 1, 2, 3, 4, 5. Das heißt, die würden jetzt definitiv zu Ende laufen. Ich habe da 3 Minuten, das reicht vollkommen aus. Schauen wir doch nochmal raus. Beziehungsweise wir könnten ja mal schauen, die Ressourcen, die wir für so eine Chemiebank brauchen, ob wir die zumindest auf Lager haben oder ob ich mir nochmal was besorgen muss. Kann sein. Das auf jeden Fall, das können wir nachcraften. Kochtöpfe haben wir, glaube ich, auch auf Vorrat. Eisenrohre, gut, da habe ich relativ viele mal kaputt gemacht, um Eisen rauszuholen. Aber ich glaube, die müssten wir trotzdem da haben. Säure. Können wir notfalls nachcraften? Oh, ich habe keine Kohle. Aber die kriegen wir notfalls besorgt. Das ist ja doch relativ entspannt. So, zack, zack, zack. Letzte. Und dann können wir uns... Ah, 12, ne? Ich habe nicht genug Eier für 13. Egal. Tinte. So. Stapelst du? Ja. Man stapelt sie. So, das warten wir noch kurz ab. Genug Holz. 40 Sekunden. Ja, das passt. Können wir uns eigentlich auch nochmal ein paar von diesen Schreibfedern hier machen. Machen wir mal ein paar mehr als nötig. Oh, muss ich das an der Werkbank machen? Nee, wahrscheinlich nur nicht in der Chemiebank. Ist okay. Oh, letzte. Ah, 13 Tinte. Sehr schön. Können wir uns nicht mal auf dem Rückweg machen. Und dann gönnen wir uns eine neue Klasse.
Hallo, Klopfer. Habe ich Klopfer jetzt angefahren? Nein, gut. Das wäre ja auch echt nicht nett von mir gewesen. So. Infizierte. Naja, Verstrahlte. Wie wär's mit einem Gewehrschuss? Und vielleicht sogar noch einen zweiten. Und einen dritten? Ja. Einfach, weil wir es können. So. Hallöchen. Oh, wer hat dich denn angefahren? Das tut mir aber leid. Komm, anvisieren. Brauchen wir nicht. Okay, brauchen wir vielleicht doch. Also ich schieße momentan mit dem Gewehr, damit wir hier diesen Gewehrskillbaum ein bisschen leveln. Das gleiche geht, sobald ich mal eine automatische Waffe finde. Sollten wir die vielleicht auch mal verwenden, da ich später definitiv mindestens für die Blutmonde auf eine automatische Waffe umsteigen möchte. Schrotflinte ist zwar geil, die werde ich auch wahrscheinlich für die ganzen Gebäude und die Quests noch recht viel benutzen. Aber speziell bei Blutmond finde ich so ein Automatikgewehr eigentlich ganz sympathisch. Fahren wir mal rüber, quer durch. Ach ja, du bist ja so schnell. Typ, typ. Na? Und da vorne sind wir auch gleich da. Dann sammle ich mir mal die Sachen zusammen für Klassenbuch. Typ, typ. Ihr Arbeitszimmer war der hier. Lenkklasse. Brauche ich nur noch ein bisschen Papier und Fähigkeitsnotizen. Haben wir, glaube ich, da genug? Jupp, die haben wir genug. Und Papier? Ach Gott, 300. Wo habe ich denn 304 Papier her? Das alles gelootet. Na egal. Ich nehme es gerne. Und hier rein. Ach ja. Wisst ihr noch, als ich da drüben bei dem anderen Händler war und unser Haus gelootet habe? Ich wollte doch auf dem Rückweg nochmal gucken, ob wir das hier auch haben. Aha. Da hat sich noch Loot bei uns zu Hause versteckt. Nice. Boah. Geil. Das ist nicht wahr. Das ist doch nicht wahr! Wie wär's, wenn wir das mit der Wissenschaftlerklasse vielleicht doch erstmal sein lassen? Ah! Oh. Okay. Hätte ich das aus der Toolbar lesen sollen? Naja, gut, dann machen wir die Klasse wohl doch. Ja, hier. Fertige. Aber als weitere brauchen wir noch von diesen Fähigkeitsnotizen noch ein paar. Das heißt, wir bräuchten ein paar Bücher. Ah. Wir hatten noch eine Bibliothek gesehen, glaube ich. Wir könnten ja demnächst nochmal einen Angriff nehmen, bei der Bibliothek vorbeizuschauen. So nebenbei ein bisschen, dass wir mal reinschauen. Aber auf jeden Fall muss ich wohl die Wissenschaftlerklasse jetzt machen. Das ist ärgerlich. Was kann ich denn eigentlich noch alles machen? Ich brauche ja anscheinend alles nur die gleichen Zutaten. Wie sieht es aus mit diesem Skillbuch? Generische Fähigkeit ist es, glaube ich. Au. Das war auch Skillpunkt, oder? Ja. Frag mich, ob ich davon unendlich viele theoretisch machen könnte. Was sind denn jetzt schon wieder Forschungsnotizen?
Schauen wir mal. Forschungs. Oh. Scheint nichts zum Craften zu sein. Die werden wir wohl irgendwo finden müssen. Ist okay, ist okay. So, 36 Sekunden noch. Was ist hier noch Schönes? Das hier ist natürlich das teuerste, diese Masterbücher. Naja. 20 Sekunden. Da gucken wir mal, ob wir die Quest auch von dem Wissenschaftler auch direkt losjagen können. Also, was heißt hier losjagen? Ja, keine Ahnung, dass wir sie gleich fertig kriegen. Mal schauen, was wir dafür alles brauchen. 2, 1, go! Perfekt. Warte, das war hier Rezepte. Wissenschaftler. Aus dem Inventar. Fertige. Lesen wir doch mal. Okay. Quest auswählen. Baumwolle sammeln, Holz sammeln, Schiene sammeln. Haben wir alles da. Das geht wieder gut los hier. Achso, warte mal. Baumwolle. Da. Schiene. Oh, mach mal das Licht wieder an. Schiene. Aloe Vera Blätter. Stofffetzen und Verband. Ah, okay. Da muss ich mir wohl noch einen zweiten Verband machen. Stofffetzen haben wir hier. Zack. Verband. Warte. Aloe Creme und Erste-Hilfe-Verband. Das könnte eng werden. Zählst du? Nö. Dann machen wir uns doch mal einen. Verband. Ach, den kann ich mir jetzt super billig jetzt selber herstellen. Ach, wie bequem. Das Rezept habe ich doch bestimmt jetzt erst durch die Klasse gekriegt, oder nicht? Schmerzmittel. Hat er auch. Oh. Oh. Was ist das denn? Senkt die Kosten auf Crafting, Saatgut und Tierfutter. Okay. Noch eine neue Werkbank. Wie cool ist das denn? Warte hier, nee, du. Hier mal ein bisschen Ordnung aufbewahren. Interessant. Da bin ich mal gespannt. Werkbank. Gib mir mal Mörser und Stößel. Okay, anscheinend geht das hier nicht. Erweiterte Schmiede. Schmiede, ah. Gehen wir mal einen weiter. Mörser. Aha. Ich kann eigentlich auch gleich mal ausmachen, damit das Holz hier nicht einfach sinnlos wegbrennt. Boah, ich habe 180. Ah, sehr schön. Für irgendwas hatte ich die mal vorbereitet. Ich weiß jetzt nicht mehr was, aber damit können wir unter eine Chemietisch bauen. Haha. Sehr schön. So. Erstmal. Tada. Leg den jetzt hier einfach mal auf den Tisch. Mal gespannt. Da. Sieht der cool aus. Ach Quatsch. Oh. Nice.
Okay. Haben wir jetzt einen Skill gekriegt? Nein, haben wir nicht. Warum nicht? Arschlochspiel. So. Haben wir ihn jetzt. So, kann ich jetzt die Chemiebank machen, bitte? Ja. Und zwar... Werkbank, gut. Ich brauche noch einen Messbecher, 3 Kochtöpfe und Säure. Gucken wir mal, ob wir das da haben. Ich hoffe. Nicht, glaube ich, Kochtöpfe kann ich mir notfalls noch craften. 12 haben wir. Ich sehe aber leider keinen Messbecher. Oh oh. Oh, wo kriege ich den her? Kann ich den herstellen? Ärgerlich. Gut. Schauen wir mal, ob wir den einfach kaufen können. Und habe ich den hier mit rein sortiert? Ganz zufällig? Nee. Ha! Na gut, dass das jetzt daran scheitert, das ist so typisch Vanille eigentlich. Messbecher sind eigentlich aber selten. Gut, schauen wir mal, ob wir den halt hier haben. Wenn nicht, hat sich das natürlich wieder sehr spontan erledigt. Hast du denn was Schönes? Ganz zufällig Messbecher? Sieht schlecht aus, oder? Oh, warte mal, den nehme ich aber mit. So. Ich könnte natürlich oben einfach in die Suche eintippen, fällt mir gerade ein. Hier? Nee. Hat unser anderer Typ das zufällig? Ich glaube nicht. Bei dem gibt es ja immer nur Medikamente. Aber wir können ja mal gucken. Natürlich hier auf dem anderen Weg. Eine Treppe hier. So. Nee, hat er leider nicht. Okay. Das heißt, wir brauchen definitiv irgendwo nochmal einen Messbecher her. Wo findet man den denn am besten? Wahrscheinlich in medizinischen Vorräten. Gut, hat sich das erledigt. Wir könnten natürlich mal schauen, ob wir irgendwo noch mal eine Apotheke finden. Ich räume jetzt mal kurz das Inventar auf und dann schauen wir einfach mal, wo wir landen. Entweder irgendwo, wo es Bücher gibt, für mehr Bündel von diesen Fähigkeitspapieren oder so apothekenmäßig, dass ich das Gefühl habe, ja, ihr wisst schon, dass ich da Chancen habe, es zu kriegen, was ich will. So. So, du kannst da rein. Hier, die Machete kannst du zum Händler. Lebensmittel. Beziehungsweise könnte ich aber direkt mal wieder trinken hier. Oh, Idiot. Jetzt habe ich das geöffnet und nicht getrunken. Okay, anscheinend doch. Okay. So, dann die Farben. Hier rein. Dann noch Crafting-Material. Da rein. Dip, dip, dip. Und Tinte kann da mit rein. Hier. Ach komm, packen wir die mal mit rein zum Crafting-Zeug. So, Händler. Klamotten für ich. Das Geld. Du kommst wieder unten in meine Leiste. Heuballen lasse ich mal als Sonstiges durchgehen. So. Munition für alle wichtigen Sachen. Lebensmittel. Zack, zack. Medic. Oh, ich könnte nicht mal wieder Vitamine nehmen. Haha. Zack, zack, zack. Und einmal Vitamine, bitte. Yo. Wird. Haben wir das. Ich könnte noch mal was essen. Haben wir denn Schönes? Den Gemüse einen Topf. Gibt auch wieder 2 Wellness dazu.
Bisschen mehr Essen schadet auch nicht. Nehmen wir doch die hier. Noch ein. Perfekt. Oh, wartet mal. Ich hab doch hier. Ja, ich glaube nämlich, dass der auf den Knüppel passt. Wir haben noch einen Slot frei, dadurch, dass wir jetzt so einen lilanen haben. Oh ja. Ja. Knüppel. So. Ja? So. Ich können wir mal gucken, ob er auch noch eine Quest hat hier. Können wir auf dem Weg zur Quest mal schauen, ob wir eine Apotheke oder einen Bibliothekladen, wie auch immer, finden. Aufgaben. Stufe 2 abholen. 450 Meter. If you want work from me, Business old. Okay. Fragen wir einfach mal nach, was das ist. Machen wir schnell ins Fahrzeug. Hier ist auf jeden Fall unsere kleine. Ich bin mir ziemlich sicher, dass irgendwo in der Nähe von dieser Bücherei auch hier so Library, so eine Bibliothek war. Aha. Da ist sie. Oh, die war kaputt, ne? Lass uns da einfach mal reingucken. Ist ja relativ klein. Oh, weh. Ja, Leute. Kommt her. Bin mittlerweile etwas besser aufgestellt. Hey! Ja, schlag mal das Auto, vielleicht fliegt doch in die Luft. Leute. Muss ich gleich die Schrotflinte auspacken? Ha? Bam! So. Läuft. Hey! Nicht. Was zum Henker? Okay. Wieso bin ich fast tot? Oh mein Gott. Verband. Ach du Kacke. Noch einer? Okay. Fast zur Hölle. Okay. Machen wir mal so weiter, als wäre nichts gewesen. Eieiei, das hat gesessen. Okay, nächste Ladung. Ich habe hier ein bisschen Angst gerade. Komm her. Geh da rein. Alter. Ich glaube, ich war da gerade ein bisschen zu selbstsicher. Hab's aber knapp überlebt, das ist gut. Kerzen nehme ich natürlich gerne mit. Da ist noch Loot. Draußen. Lass mich in Ruhe. Gut. Eikarabei. Gucken wir uns weiter um. Wenn eigentlich die Bücherregale hier das Interessante sind. Ach, so ganz zerstört ist sie ja gar nicht, so wie es von außen aussah. Guck mal, haben wir doch schon wieder was. Ah.
Ja, also wir haben schon ordentlich jetzt wieder Sachen, die wir zerlegen können für die Papiere. Sehr schön. Ja, toll. Jetzt habe ich hier Chemiebank, Tischler, Plan, wie auch immer. Hey. Knüppel. Ist hier was? Ah, ein paar Schränkchen. Säure. Wir müssen einen Messbecher irgendwie finden. Mal gucken, ob wir wirklich Glück haben und den einfach jetzt nebenbei finden. Jetzt, wo man ihn gerade mal braucht. Das wäre natürlich außerordentlich nett. Das Ding hat einen Keller. Oh, Schande. Da gehe ich jetzt mal noch nicht rein. Ah, da ist sogar der Zugang zum Keller. Okay. Verborgener Vorrat. Nett. Okay, sie können Leitern laufen. Alter! Noch wer? Ich mach erstmal oben weiter. Oh, Himmel. Böse, böse, böse. Oh. Oh. Da, 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 da. Ja, noch mehr Bücherregale. Ich höre irgendwas. Oh, so viele, die wir schon haben. Ach, das ist ein Träumchen. Dass ich mich mal so viel über schon bekannte Bücher freue, hätte ich niemals erwartet. Zack. So. Unwichtig. Perfekt. Oh. Schon 16 überladen. Mine. Ernsthaft? Alter. Alter. Stopp! Oh Gott. Du kannst gerne Knüppel haben, du scheinst ja relativ normal drauf zu sein. Oh. Alter. Erstmal das Nachladen, was wir hier haben. Oh, ich habe auch nur 4 Schuss, also zum Nachladen. Oh mein Gott. Blöder Köter. Oh. Ganz ruhig. Alter, es ist so übel hier. Ah, Schmerzmittel. Das ist okay. Benutzen. Oh, eine Schreierin? Ehrlich jetzt? Das muss doch nicht sein, Spiel. Ich leide doch schon genug gerade. Okay.
Aber die Ausbeute, ich, mega geil. Mal die Kerze hier. Ja, schreibe auch andersrum. Und am besten schreibst du gar nicht, das wäre vielleicht noch das bessere Wortwahl. Okay. Hi. Ja, dip. Tja. Die Bücherei war eine richtig geile Idee. Eine richtig geile Idee. Oh. Okay. Warte mal. Die aufgeklappt sind, können wir ja schon mal definitiv zerlegen. Da brauchen wir gar nicht drüber nachdenken. Bauplan Erste-Hilfe-Verband. Den können wir doch jetzt, glaube ich, oder nicht? Ja. Bist du weg. So, für den Bogen sind wir auch fertig. Aufgeklappt. Okay, dauert einen Moment. Brauche ich wieder ein nettes Buch. Oh, schon hier nicht eben noch drei Kisten? Ah. Okay. Oh, so viel Loot. Göttlich. Da geht's jetzt tief runter. Wollen wir nicht? Alter, ist das gut! Wie jetzt? Achso! Machen wir doch mal wieder weiter! So. Perfekt! Den hatten wir jetzt. Hier geht's weiter. Den können wir auch gleich wieder zerlegen. Sehr schön! Du bist durstig. Jo, warte mal. Hab ich Wasser? Ja. Wollen wir auch direkt zwei davon trinken? Oh. Oh, noch mehr Regale? Oh, wie gut. Alter. Das ist hier gerade ein richtiges Loot-Paradies. Das gleiche Spiel wieder. So. Waren wir überall dran? Oh, da gibt's doch einen Gang, ey. Ich fass es nicht. Da jetzt zwei Zementmischerpläne drin. Oh mein Gott. Habe ich jetzt sogar schon so viel gelootet, dass ich dafür Level abkriege? Oh, Biene? Na egal. Okay. Oh mein Gott. Ist das übel. Ist das in Ordnung, dass die sich so gut verteidigt haben? Das ist ja ordentlich was los hier. Achso, Wartschlange voll. Dann machen wir jetzt da unten mal eine Kiste kaputt. Ich kann mir nicht vorstellen, dass sie dahinter gerne noch eine verstecken. Tada, gewonnen. Alter. Ey. Das ist nichts auf den Regalen drauf. Müssen wir mal gucken, ob wir da drüben jetzt hinkommen. Draußen hängen da nämlich noch ein paar Sachen dran, die ich gerne hätte. Dann
laden wir uns noch mal ein bisschen. So. Minibikes, okay. Butchering. Ah, komm, komm. Komm zurecht. Mine. Ah, ich bin mit... Löse ich Mine überhaupt noch aus? Ich glaube nicht, weil ich meine Athletik ja voll habe. So. Hier, der Hochathletik-Mensch. Ah, ah. Ja, geil. Oh. So viel Loot. So viel Loot. Oh. Hey. Hör doch jetzt mal auf rumzuzicken hier. Ich bin noch in der Loot-Euphorie. Und? Oh mein Gott! Die Dinger kann man finden? What the fuck? Entschuldigung, ey. Das lohnt sich ja hier richtig. So, warte mal. Lass uns doch mal ein paar Bücher hier zerlegen. Sortier doch mal. Brauchen wir nicht. Schaufel. Bringt mir also anscheinend nichts. Krallenhammer. Den können wir, glaube ich, schon, oder? Ja. Eck. Ich behalte den einfach mal zur Sicherheit. Eigentlich, dass ich hier doch irgendwo jetzt einen Denkfehler habe. Ne! Über 300 Fähigkeitspapiere! Oh. Warte, ich bin athletisch. Das dürfte mir doch gar nicht wehtun. Ja. Alter! Ab in den Keller. Unser Glück auf die Spitze treiben und mal gucken, ob wir dran sterben. Nochmal verbannt, damit wir mehr Luft haben zum Sterben. So. Alter. Oh, warte. Kann ich doch gleich nehmen. Mehr Wellness. Ja, funktioniert. Okay. Ich habe das Gefühl, dass wir gleich noch irgendwo eine böse Überraschung kriegen werden. Eine ganz böse. Sind wir einfach mal vorsichtig. Oh! Okay. Oh, der ist hartnäckig. Die meisten gehen immer im letzten Viertel kaputt, aber jetzt der hier. Schon noch im ersten. Okay. Tada! Gunmuni. Oh, warte, ich habe jetzt auch wieder ein bisschen was gefunden, ne? Gut, dann kann ich mich auch mit der Schrotflinte weiter verteidigen. Wieso ist da noch ein Loch im Boden? Okay. Das läuft ja bis jetzt doch gar nicht so schlimm. Ja, wieder ein Buch. Muss ich gleich aufpassen. Ich glaube, wir kriegen nämlich gleich Besuch.
Man, die Dinger können, glaube ich, auch noch ordentlich Papier abbauen, ne? So. Okay. Ja, hier kann ich ordentlich Papier looten, wenn ich es brauche. Lass mal stecken. Oh. Oh. Hallo. Ja, ich muss sehr gewalttätig sein. Oh. Was ist das denn? Keycard? Was gibt's denn hier noch alles in dieser Macht, von dem ich noch keine Ahnung habe? Übel! Also wir machen die Quest heute definitiv nicht mehr. Nur schon mal als Info. Ist noch ein Tresor? Aufschließen. Naja, schließen. Oh, was macht man denn mit so einer Keycard? Muss ich gleich mal gucken, ob es eine Beschreibung zu gibt. Ach, die war schon mal ganz gut. Sprach er und 10 Dietriche brachen ab. Ey. Weiß gar nicht, wie viele Dietriche überhaupt ich noch habe überhaupt. Achso, Ey! Wie habe ich noch? 37 ist okay. Den kriegen wir auf. Schockstab, 37er, okay. Nicht, dass hier irgendwo noch was Verstecktes drunter. Ich könnte noch mal in das Loch gucken, was die da gefühlt angebetet haben. Zack. Den Kram nehme ich natürlich gerade mal sehr gerne mit. Wir müssen nämlich bald mal wieder auch in der Hordefalle weiterbauen. So, da heute Tag 20 ist, spätestens morgen. Hi. Irgendwas? Also ich meine, ich frage für einen Freund, ne? Sieht aber nicht danach aus. Aber hier wächst auf jeden Fall der Grasboden relativ tief. Ist in Ordnung. Eigentlich ist ja nur der oberste Block immer Gras und darunter ist nochmal Erde. Hier nur nicht. Aber hier scheint nichts zu sein. Gut. Dann schauen wir doch mal, ob wir nochmal ein paar Bücher aussortieren können. Jupp. Ich behalte dich. Nachladen hatte ich, glaube ich, fertig. Minibikes gucke ich gleich mal. Schlechter. Ja, komm. Nächstes Mal eins. Einfach nur so. Ich weiß, ach, das kann ich doch hier. Hätte ich doch hier lesen können, oder? Mini. Bikes und Dumpshits. Ja. Ist rot, weil ich das aufgrund meiner Klasse natürlich kann. Da kann ich dich auch zerlegen. Was warst du jetzt hier eigentlich? Mars Hunter. Gut, die Klasse haben wir noch gar nicht. Wo ist denn jetzt eigentlich unser Ergebnis hier? 330! Alter Schwede! So, Keycard, was mache ich mit dir? Verwende zum Entriegeln von Türen. Okay.
Können wir mal so stehen lassen. Habe ich noch was zu trinken? Nee, sonst würde ich nämlich noch mal Schmerzmittel reindonnern. Ja, dann haben wir das soweit. So, ja. Ja, ich bringe den ganzen Kram dann mal nach Hause. Und wir würden uns dann Richtung Blutmond natürlich wiedersehen und noch ein paar letzte Vorbereitungen an der Falle machen. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Ich hatte wieder super Spaß. Und falls ja, lasst natürlich gerne eine Bewertung da. Und ich würde mich freuen, wenn ihr beim nächsten Mal wieder mit dabei seid. Tschüss!